Das neue Trikot ist präsentiert. Zu Hause sind die Streifen zurück. Wie gefällt's? Na, sehr gut. Also das Heimtrikot und das Auswärtstrikot schwarz-weiß, so wie es gehört. Und ja, schaut richtig cool aus. Ich glaube, von den Trikots her sind wir schon sehr weit vorne dabei. Jetzt sind aber noch ein paar harte Vorbereitungstrainingseinheiten bis zum ersten Spiel. Wie läuft die Vorbereitung bis jetzt aus deiner Sicht? Ja, ganz gut. Also die ersten Wochen sind natürlich immer ein bisschen zach, weil natürlich viel Laufarbeit am Programm steht. Aber ich glaube, im letzten Test haben wir schon eine sehr gute Leistung gezeigt. Da müssen wir dran anknüpfen und weiter Gas geben. Neuzugänge gibt es auch. Wie geben Sie sich in der Kabine? Schon Freunde gefunden? Naja, also bei uns in der Mannschaft ist es, glaube ich, nicht schwer, sich zu integrieren. Wir nehmen alle neuen Spieler sehr gut auf und deswegen haben sie sich alle gut eingefügt, geben Gas am Platz, das ist wichtig und sind alles klasse Jungs. Die neue Saison steht vor der Türe. Worauf kann man sich freuen? Es sind viele verschiedene Dinge. Die neue Website zum Beispiel ist sicher ein Highlight für die neue Saison. Mit den Opta-Live-Daten, die wir haben, mit dem Live-Ticker, mit dem Tippspiel, sicher eines der Highlights. Die Stadion-App, die wir geplant haben, wird hoffentlich auch zur Umsetzung kommen. Und vor allem auch das Stadion-Entertainment, auch für Familien und so weiter, dass das Erlebnis Spieltag noch erweitert wird. Es wurden soeben die Trikots präsentiert, die Streifen sind zurück, auswärts All Black. Was gefällt am besten? Also ich finde die traditionelle Art und Weise, das Schwarz-Schwarz-Weiß, das Heimtrikot sensationell. Auch in Anlehnung, wie es die Fangruppen wollten. Ich glaube, da haben wir jetzt einen super Kompromiss gefunden und es gefällt mir richtig gut. Die Neuwäsche ist präsentiert, wie man so schön sagt auf Steirisch. Wie gefällt sie? Richtig super. Also, ich glaube, Lotto ist das sehr gut gelungen, dass die Heim- und die Auswärtsdresse und sogar die dritte Dresse. Sie schauen richtig geil aus und ja, ich freue mich schon, dass ich mit ihm einen Schlupf in die Dresse mit einer spielen kann. Wenn du es dir aussuchen könntest, mit welchem würdest du auflaufen? Mit der weißen Dresse. Nicht mit dem Dortmund-Trikot vom Graf? Nein, wieso? Die Feldspieler haben eigenes Trikot. Vielleicht passiert es einmal, dass ich eine muss ins Tor, aber nein. Mehr werde ich mit der weißen Dresse unterwegs sein, hoffentlich. Es läuft die Vorbereitung, du bist neu zur Mannschaft gekommen. Wie hat die Integration funktioniert? Sehr gut, ich glaube, dass die Mannschaft richtig super ist, richtig einen guten Charakter hat. Ich war nicht schwer da, ich glaube, nach den ersten paar Tagen war ich schon voll integriert. Tut ist nicht leicht, ich kenne ein paar Spieler von früher, von der Bundesliga gegeneinander, was wir gespielt haben. Also mir gefällt es richtig gut da. Treuer Sponsor, die neue Wäsche ist präsentiert, wie man so schön sagt, auf Steirisch. Wie gefällt es? Ja, ganz toll, wieder ein super Design in den klassischen Sturm Graz Farben. Heimtrikot in weiß-schwarz, Auswärtstrikot in schwarz. Gefällt mir sehr gut. Also ich werde wahrscheinlich nächste Woche schon mal shoppen gehen und für meine Jungs zwei Trikots kaufen. Welches Ziel steckt sich ein Sponsor für eine Saison? Ich würde mich freuen, wenn Sturm Graz wieder so eine tolle Saison spielen würde wie im letzten Jahr. Wenn sie unter die ersten drei mitspielen würden, dann wäre das für unsere Sponsor eine tolle Sache. Wir haben letztes Jahr gehabt sehr viele Zuschauer und natürlich, wenn die Stadien voll sind, dann kommt auch der Sponsor dementsprechend zur Geltung.